Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns zu Hause im Haus mit dem Rosensofa. Heute geht es um die Nikita Bag von Blaubunt. Das ist eine schöne Tasche mit den Maßen 36 x 32 cm. Die hat ein geräumiges Innenfach mit einem unterteilten Steckfach. Dann habt ihr hier zwei Reißverschlussfächer, die gegen gleich schließen. Der Inhalt, also das Taschenfach geht bis zum Boden der Tasche, das untere Fach auch. Von daher ist das obere etwas tiefer. Ihr habt zwei Tragegriffe und einen Schultergurt an dieser Tasche. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen möchtet, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auf das Glockensymbol klickt. Dann bekommt ihr eine Information, so wie es etwas Neues gibt. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Dies sind meine vorbereiteten Teile. Dies hier ist Kunstleder, dies hier ist ein Outdoor-Stoff. Es geht los mit dem vorderen Außenteil. Ich habe alle Stoffe verstärkt, wie das im E-Book vorgesehen ist. Mein Kunstleder hat eine Verstärkung aus S320 bekommen. Dann braucht ihr euren Reißverschluss und das Stück Futterstoff, was zwischen das Unterteil vorne und das Mittelteil vorne gehört. Die Reißverschlüsse werden ohne Zipper eingenäht, das heißt, ich habe ihn mir etwas länger zugeschnitten, könnt ihr hier sehen. Der eine Reißverschluss wird zu der Seite geöffnet und der andere zu dieser Seite. Deswegen lege ich den jetzt. Die Zähnchen gucken nach unten, also es wird rechts auf rechts zusammengelegt. Und zwar hier mache ich das bündig, weil ich von dieser Seite nachher den Zipper aufziehen möchte. Darauf kommt mein Futterteil. Rechts auf rechts auf den Stoff, rechts auf links auf den Reißverschluss. Alles schön zusammenstecken, kleben oder klammern. Jetzt ein Reißverschlussfüßchen einbauen und hier oben einmal abnähen, am Anfang und am Ende verriegeln. Die Stoffe auseinanderklappen. Der Reißverschluss landet oben. Dann das vordere Mittelteil dazu nehmen. Den Reißverschluss wieder umdrehen, sodass die Zähnchen wieder nach unten gucken und an die obere Kante vom Stoff legen. Ich habe das geklebt, es ist da drunter. Das Futterstück nach oben klappen, sodass es auch an der Kante vom Reißverschluss landet. An der oberen Kante und mit befestigen. Reißverschlussfüßchen ist noch eingebaut, die obere Kante wird wieder abgenäht, am Anfang und am Ende verriegeln. Ich drehe das Ganze um. Das mittlere Teil wird nach oben geklappt. Jetzt wird der zweite Reißverschluss an dieser Kante angebracht. Diesmal lasse ich mir hier auf dieser Seite ein Stück überstehen. Darauf kommt das Futterteil der oberen Reißverschlusstasche. Die Stoffe liegen rechts auf rechts. Der Stoff liegt rechts auf links auf dem Reißverschluss. Reißverschlussfuß ist noch eingebaut, die obere Kante abnähen. Die Stoffe wieder auseinanderfalten, also der Taschenfutterstoff von der vorderen Reißverschlusstasche landet hinten. Dann sieht es von vorne so aus. Hier dran legt ihr jetzt euer vorderes Oberteil. Und zwar auch wieder mit der rechten Seite nach unten. Ich habe das nicht wirklich gut verstärkt hier. Ihr seht, da habe ich die Nahtzugabe mit verstärkt, hier nicht. Das habt ihr bestimmt besser hingekriegt, das stört mich jetzt aber nicht weiter. Das wird hier auch bündig an die obere Kante gelegt. Festklammern, stecken oder kleben. Dann dreht ihr das Ganze um und klappt diesen Stoff hoch. Klammert ihn auch an der oberen Kante mit fest und näht es wieder ab. Das sieht jetzt so von vorne aus, wenn ihr dieses Teil hochklappt, und so von hinten. Ihr habt hier einmal das Futter von der oberen Tasche und hier ist das Futter von der unteren Tasche. Jetzt soll das hier noch abgenäht werden. Dazu werden die Reißverschlüsse ganz geöffnet. Da könnt ihr einfach beherzt dran ziehen. Jetzt habt ihr ein riesenlanges Stück Stoff vor euch liegen. Jetzt soll der Reißverschluss noch abgesteppt werden. Dazu nehmt ihr immer einen Teil vom Reißverschluss, so dass die Zähnchen oben liegen, die Stoffe landen links auf links. Schön wegfalten vom Reißverschluss und mit einem normalen Nähmaschinenfüßchen
knappkantig unter dem Reißverschluss absteppen. Das macht ihr mit dem. Dann nehmt ihr euch das nächste Teil. Ganz genauso. Wegfalten vom Reißverschluss und knappkantig unterhalb des Reißverschlusses absteppen. So sieht es abgesteppt aus. Ich habe mir das so hingelegt, wie es gleich liegen soll. Und zwar vor allen Dingen, dass die Kanten hier eben übereinstimmen. Jetzt werden die Zipper aufgezogen. Wenn ich das hier so rumdreht, auf der rechten Seite ein paar Zähnchen wegschneiden. Dann fädelt ihr den Zipper auf den unteren Streifen auf, also auf den linken Streifen. Und zwar so weit, dass ihr sehen könnt, da sind schon so zwei, drei Zähnchen. Die steckt ihr dann damit rein. Und zieht das zu und guckt, ob das passt. Ich würde es jetzt noch einmal aufmachen. Hier passt das jetzt ganz gut. An dieser Seite auch, also den kann ich so lassen. Diesen fädel ich genauso auf. Das vordere Außenteil ist fertig. Wenn ihr Angst habt, dass euch der Zipper darunter rutscht, dann macht ihr hier mit der Hand zwei, drei Stiche. Jetzt wird die Rückseite zusammengesetzt. Legt euch die beiden Teile so hin, wie sie nachher zusammengesetzt aussehen sollen. Das macht natürlich vor allen Dingen Sinn, wenn ihr da ein Muster drauf habt. Dann wird das Oberteil runtergeklappt, rechts auf rechts, zusammenstecken oder klammern und hier abnähen. Nahtzugabe ist 1 cm. Die Teile auseinanderklappen. Die Nahtzugabe klappe ich nach unten in das untere Teil, also so rum. Und knappkantig auf dem Unterteil einmal abstippen. Was jetzt passieren kann, ist, dass das hintere Vorderteil und das vordere Vorderteil nicht ganz gleich groß sind, weil man, wenn man Reißverschlüsse einnäht, da kann es natürlich immer passieren, dass die Nahtzugabe zu eng ist, zu weit ist, dass der Reißverschluss, der eine Reißverschluss ist etwas breiter, jemand anders hat einen schmalen Reißverschluss genommen. Also die Außenteile sollten jetzt gleich groß sein. Wenn das bei euch nicht so ist, bei mir ist das nicht so, und zwar fehlen mir hier auf der Also das rückseitige Außenteil ist bei mir etwas kürzer als die Vorderseite, und zwar um 1 bis 2 mm. Also das gleiche ich an, schneide es also hier oben einfach ein Stück ab. Diese Stücke könnt ihr erstmal zur Seite legen. Es geht mit dem dritten Reißverschluss weiter. Die verstärkten Streifen sind jeweils mein Außenstoff, das ist mein Futterstoff. Die Enden werden um 1 cm umgeschlagen. Ich habe mir das jeweils hier eingezeichnet mit 2 cm und ich weiß nicht warum ich da nicht ganz auf 1 cm komme. Wichtig ist natürlich, dass die Streifen alle gleich lang sind. Also so passt das bei mir. Ihr sucht euch die Mitte vom Reißverschluss und von eurem Außenstoff. Den Außenstoff legt ihr so rum vor euch hin, also rechte Seite ist oben, die Zähnchen vom Reißverschluss rechts auf rechts, mittig da drauf packen. Das heißt, an beiden Seiten guckt etwas über. Der Zipper ist wieder nicht aufgezogen. Darauf kommt rechte Seite nach unten ein Stück von eurem Futterstoff mit Festklammern oder Stecken. Reißverschlussfüßchen einbauen und an der oberen Kante zusammennähen, und ihr näht oder ihr fangt an, wo der Stoff anfängt, und näht bis zum Ende vom Stoff. Die Stoffe werden weggefaltet vom Reißverschluss, ein bisschen zusammenklammern, damit es auch gut hält. Und die anderen beiden Teile genauso annähen. Also das ist mein Außenstoff, der liegt mit der rechten Seite nach oben, den Reißverschluss draufklappen, fest stecken, klammern oder kleben, das Futterstoffteil auch mit an die Kante legen, wieder mit dem Reißverschlussfuß zusammennähen und wegklappen vom Reißverschluss. Die Reißverschlussstreifen werden knappkantig abgesteppt. Das heißt, ich fange jetzt hier an, nähe hier runter, hier rüber, hier wieder hoch und hier genauso.
Dieses werden die Tragegurte angenäht, 11 cm vom Rand entfernt jeweils. Einmal von da, einmal von da. Das liegt hier nicht gerade, deswegen sieht das gerade komisch aus. Ich habe nach oben hin 3 cm überstehen lassen. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn ihr ein Kunststoffgurtband benutzt. Das franzt gerne mal aus und reißt dann auch aus. Bei Baumwolle ist die Gefahr, glaube ich, nicht so groß. Innerhalb der Nahtzugabe festnähen, knappkantig nähe ich hier mit so einem Zickzackstich hin und her. Und das machen wir auch auf der Rückseite der Tasche. Und das sollte schon gerade runterlaufen. Das verschiebt sich hier gerne mal, wenn man es drunter legt. Also ihr solltet schon darauf achten, dass ihr hier so einen 90-Grad-Winkel habt. Den Reißverschluss, das Reißverschlussteil zieht ihr euch auseinander, nehmt euch einen Teil davon. Der Außenstoff liegt unten, das heißt, die Zähnchen gucken auch nach unten, daran kann man es am besten sehen. Ihr sucht euch die Mitte und auch bei der Tasche legt die Mitten aufeinander, stecken oder klammern und innerhalb der Nahtzugabe bei etwa 0,5 cm festnähen. Das zweite Teil wird auf der Rückseite genauso angebracht. Die Enden des Reißverschlusses fixieren, am besten einfach auf dem Stoff feststecken, auf dem Streifen. Dann werden die beiden Außenteile rechts aufeinander gelegt, schön stecken oder klammern. So sieht das bei mir aus. Ich benutze immer gerne mehr Stecknadeln. Jetzt wird genäht. Hier oben anfangen, verriegeln, bis zu dieser Kante wieder verriegeln. Hier wieder verriegeln, bis hier rüber nähen, wieder verriegeln. Da wieder verriegeln, hier hoch nähen und ihr ahnt es schon, dort auch verriegeln. Diese Kante bleibt offen und die Ecken bleiben auch auf. Da, wo die Reißverschlüsse sind, hier guckt bei mir so ein ganz kleines Stück raus. Hier auch. Da wird doppelt genäht. Also ihr näht über den Reißverschluss drüber, vorsichtig, dann ein Stück zurück und weiter. Werden die Nahtzugaben mit einem Zickzackstich zusammengenäht. Jetzt werden die Ecken geöffnet und so auseinandergezogen. Am besten klappt ihr eine Nahtzugabe in die eine Richtung und die andere in die andere Richtung. Mit einem Geradstich abnähen und dann, wie bei den Seiten auch, mit einem Zickzackstich die Nahtzugaben aufeinander nähen. Die andere Ecke wird genauso genäht. Weiter geht's mit der Schultergurtaufhängung. Da braucht ihr euer kurzes Gurtband und die D-Ringe. Die werden aufgefädelt. Dann legt ihr sie mittig auf eure Seitennaht, auch so, dass oben ein Stück rausguckt. Innerhalb der Nahtzugabe festnähen. So sieht das bei mir aus. Jetzt kann die Tasche schon gewendet werden. Passt auf die Stecknadeln auf am oberen Rand. Ja, gefällt mir sehr gut. Mir gefallen auch die Stoffe, so wie sie jetzt zusammenliegen. Die Nähte treffen hier gut aufeinander. Das gefällt mir auch ganz gut. Das sieht gut aus. Und ja, ist immer nett, wenn man eine Tasche wendet und dann merkt, oh, die gefällt mir. Dann geht es mit der Futtertasche weiter und es geht los mit dem Steckfach. Da legt ihr die beiden vorbereiteten Stoffe rechts aufeinander, rundherum zusammennähen, an der unteren Kante eine Wendeöffnung lassen. Die Nahtzugaben in den Ecken quer zurückschneiden, durch die Wendeöffnung wenden.
So sieht es gewendet aus. Ich habe mir die Klammern gesteckt, weil dieser Stoff nicht so gut liegen bleibt und auch nicht so gut zu bügeln ist. Ich habe aber drüber gebügelt. Meine Wendeöffnung ist hier unten. Jetzt wird die obere Kante einmal mit einem Geradstich abgesteppt. Ihr legt das Steckfach auf eins eurer Futterstoffteile. Und zwar so, dass ihr hier oben 6 cm Platz habt und zu den Seiten jeweils 5 cm. Das Fach wird knappkantig angenäht, am Anfang und am Ende verriegeln. Und ich ziehe dann den Oberfaden auf die Rückseite durch und verknote ihn dort. Die Tasche wird unterteilt, indem ihr die Mitte markiert. Das habe ich hier mit einem Stift gemacht, der sich bei Hitze auflöst. Das wird jetzt einmal abgenäht, dabei vor allen Dingen oben gut verriegeln, weil da natürlich immer mal dran gezogen wird an dieser Naht. Die Futterteile werden jetzt genauso zusammengenäht wie eben schon die Außenstücke. Ihr legt sie rechts auf rechts zusammen. Ein bisschen stecken oder klammern, dann wird jeweils die Außenkante genäht. Und das Bodenstück dabei eine Wendeöffnung von etwa 12 cm lassen. Die Ecken auch genauso annähen wie schon bei der Außentasche. Jetzt kann die Tasche schon zusammengesetzt werden. Dazu bleibt das Futter so wie es ist. Die Außentasche ist ja auf rechts gedreht. Ihr steckt das Außenteil in das Futterteil und achtet darauf, dass die Seitennähte aufeinandertreffen. Gurtbänder verschwinden zwischen den Taschen. Achtet dabei darauf, dass die Einstecktasche, da könnt ihr hier die Nähte sehen, gegenüber von den Außentaschen liegt, dass die nachher auf der Rückseite ist. Bei mir passt das wunderbar. Einmal ganz drumherum nähen, dabei gerne über die Gurtbänder doppelt nähen, damit die nachher nicht ausreißen. Das geht immer ganz gut, wenn man dafür das Tischchen abbaut von der Nähmaschine. Dann kann man seine Tasche dann nämlich über den Arm ziehen. Ich fange jetzt einfach irgendwo an und nähe einmal ganz drumherum. Diese Kante mit einem Zickzackstich versäubern, dann könnt ihr die Tasche wenden, die Nahtzugaben bei der Wendeöffnung nach innen schlagen und knappkantig abnähen mit der Nähmaschine oder mit der Hand mit einer Matratzennaht. So, der Reißverschluss soll natürlich nach innen verschwinden. Das heißt, ihr faltet euch das so hin, dass die Naht hier oben landet. Ein bisschen klammern und noch einmal ganz drumherum nähen. Da war jetzt leider mein Akku leer. Ich habe euch tatsächlich mitgenommen an die Nähmaschine. Das ging problemlos. Also ich kam über alle dicken Stellen wunderbar drüber. Ich hatte die Reißverschlussenden hier noch festgeklappt. Das war überhaupt kein Problem, da drum rumzunähen. Wie gesagt, leider war der Akku leer. Jetzt wird der zweite oder der Zipper aufgezogen. Das geht ein bisschen besser, wenn man die Tasche auf den Schoß stellen kann und sich das so ein bisschen hintütteln kann an der Kamera vorbei. Es ist immer ein bisschen schwieriger, aber und hinten nicht wieder runterziehen. Ihr müsst halt gucken, dass das jetzt wirklich passt mit den Reißverschlussstreifen. Sieht ganz gut aus. Ja, lasse ich so. Dann fehlen jetzt noch die Reißverschlussenden. Die rechte Seite der Blenden liegt oben. Ich drehe mir das jetzt einmal um. Und falte das hier ein kleines Stück nach innen, also links auf links. Diese Seite genauso. Und dieses Stück auch. Umdrehen, rechts auf rechts zusammenfalten. Jetzt werden die kurzen Seiten jeweils abgenäht. Am Anfang gut verriegeln, beziehungsweise ich könnte mir auch vorstellen, einfach einmal hinzunähen und wieder zurück. Die Nahtzugaben zurückschneiden, erstmal direkt an die Naht schneiden, so quer, und dann etwas zurückschneiden und wenden. Über die Enden des Reißverschlusses ziehen und mit einer geraden Naht absteppen. Ich habe die Nadel ganz nach links gestellt, sodass ich jetzt ziemlich knappkantig an der Öffnung nähen kann.
das Nähen war einfacher, als es beim Nähen zu zeigen. Es tut mir leid, dass meine Hand da jetzt vor war. Das habe ich nicht besser hingekriegt. Es geht weiter mit dem Gurtband. Über das eine Ende einen Karabiner ziehen, einfalten, nochmal einfalten und mit einer X-Box festnähen. Das ist eine rechteckige oder quadratische Box und in der Mitte ein Kreuz. Das sieht so aus. Schieber aufziehen. Die Außenseite ist die rechte Seite vom Gurtband, also das umgefaltete Stück liegt hier drin. Dann wird auf dieser Seite der zweite Karabiner aufgefädelt. Achtet darauf, dass ihr das Gurtband dabei nicht verknickt. Zurück zum Schieber, zur Leiterschnalle. Durchfädeln. Falten, falten. Und hier festnähen. Wenn ihr das zu dicht an eurer Leiterschnalle macht, dann könnt ihr nicht also das so drehen, dass ihr in diese Richtung näht. Deswegen geht meine Box jetzt nur hier los, hier hoch, hier rüber, hier runter und hier ging nicht. Und dann habe ich noch einmal zurückgenäht und jetzt sieht es halt so aus. Es wird halten, von daher ist es mir jetzt egal. Also wenn ihr habt es viel einfacher, wenn ihr dieses Stück ein Stück weiter rauszieht von der Leiterschnalle weg, dann ist euer Gurtband aber auch ein Stück kürzer. Dann müsst ihr das im Vorfeld etwas länger zuschneiden. Ja, dann könnt ihr das Gurtband schon einhängen und euch über eure neue Tasche freuen. Ja, schöne Tasche, so ein ganz klares Design, finde ich. Ich freue mich drüber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.